willkommen, ihr Lieben. Wir sind wieder hier im Flex-Zirkel. Wir wollen die seitliche Muskulatur dehnen, die Lateralmuskulatur. Nicht nur dehnen, sondern auch wirklich in die Länge trainieren. Birgit hat wieder Zeit nach ihrem Kurs hier mit mir das Ganze durchzuführen. Wir stehen hier schon passend in unserem Pilz, der uns dabei hilft, diese Arbeit eben vorzunehmen. Birgit ist so nett, nimmt die Position ein. Ja, Einstellung der Auflage sollte so sein, dass eine Handbreite unter dem Hüftknochen ungefähr die Höhe so erreicht ist. Genau, wir brauchen die Hantel. Und ihr stellt euch dann genau wie die Birgit mit den Fersen direkt hier hinten an die Wand. Der Po liegt an, die Schultern liegen an, der Kopf liegt an. Die Arme weit nach oben gestreckt. Und ihr kommt jetzt rübergeneigt. Fersenkontakt absolut beibehalten und atmet jetzt in diesen Bereich hinein. Ja? Obere Bauchmuskulatur, Lateralmuskulatur, Trizeps wird bedient, der Nacken wird entlastet und genießt es einfach nur. Atmet. Ja? Einmal die andere Seite. Wichtig ist, versucht wahrzunehmen, ob ihr auf beiden Seiten gleichmäßig zur Seite mit euch neigen könnt. Fersen bleiben tief und haltet aus. Atmet. Super. Ja. Und wir kommen zum nächsten Gerät. Wir sind jetzt hier in dem Hüftbeugegerät gelandet. Birgit hat die Position schon eingenommen. Wir wollen hier den ganzen vorderen Bereich in die Länge trainieren. Oberschenkel, Bauchmuskulatur und auch natürlich das Zwerchfell entlasten. Ja, den Hüftbeuger nicht zu vergessen, ganz klar, ganz wichtig. Position ist so, dass wir in der Hüftbreite sind. Beachtet bitte auch hier schon die Beinachse, Knie-Fußgelenk, schön hintereinander liegend. Und dann wird die Birgit jetzt die Vorgehensweise einmal zeigen. Die einfachste Variante wäre, die Arme abzulegen hier auf den Sprossen und sich langsam, ganz entspannt nach hinten sinken zu lassen. Das Kinn Richtung Brust und jetzt atmet ihr in den ersten Teil der Dehnung hinein. Jetzt kommt die nächste Möglichkeit eben zu erweitern, das ist das Kreuzen der Arme. Atmet in diesen Stretch weiter hinein. Und die letzte, die anstrengendste Geschichte ist halt, die Arme nach hinten zu bringen, so wird der Hebel wesentlich stärker und der Körper fängt richtig an zu ackern. Das Zwerchfell fängt an zu flattern und das ist ein Zeichen, dass die Übung ankommt. Super. Und komm wieder zurück. Ja, hier haben wir euch heute zwei Geräte gezeigt, die euch wirklich in die Balance bringen, ohne Schmerzen und beweglich in den Tag zu gehen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.